Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jazzrock TV. Yeah, man. Wir sind wieder hier nach unserer grandiosen Folge Nummer 50, die ihr wahrscheinlich alle live oder später mitverfolgt habt, zu unseren ersten Miles Award. Ja, nicht ein, nicht zwei. Nein, es waren drei. Drei Miles Awards haben wir rausgehauen und den Künstlern per Post zugeschickt. Bin mal gespannt, was sie dazu sagen. Ja, mal gucken. Wir haben sie ja drum gebeten. Ja, Miles wird schwierig. Pirelli freut sich hoffentlich und schickt uns seine Ansichtskarte aus dem Elsass. Und Moblow kommen vielleicht mal vorbei. Ja, wir werden sehen. Also wir halten euch dazu auf dem Laufenden. Und das waren die ersten drei. Ja. Und da gucken wir mal, wenn wir der Meinung sind, da muss noch einer nachgeschoben werden, dann machen wir das. Jederzeit. Ihr kennt uns ja, wir machen das immer so, wie es uns gefällt. Richtig. So, also heute Folge Nummer 51 und wir knüpfen so ein bisschen an daran, was wir in der Folge 49 hatten, nämlich genau. Jeff Lauber Fusion. Jeff Lauber, und wer uns zugehört hat, weiß, dass Jeff Lauber immer mit einem bestimmten Saxophonisten unterwegs ist. Preisfrage, wer ist es? Nein, es gibt nichts zu gewinnen. Es ist natürlich Eric Marienthal. Marienthal, ja. Und der ist uns da natürlich auch über den Weg gelaufen. Wir haben ihn interviewt gleich im Dingens in Leverkusen. Und ich konnte mich erinnern, dass ich ihn gesehen habe mit Chicoria 2004 in New York. So gerade eben. Überrascht mich nicht. Ja, und daraufhin habe ich ihn gleich mal angequatscht. Ja, so, jetzt guckt ihr mal rein. Wir haben ihn ein bisschen befragt zu dem, was er gerade macht, zu seiner neuen CD. Und da hören wir mal ein bisschen rein, was er dazu zu erzählen hat. Und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Natürlich. First time I saw you was in New York City. I specially booked my vacation for one week, a Blue Note with Electric Band. Oh, cool. Chick Corea Electric Band. It was a blast. I was three times there and I visited the workshop from Chick. Cool. It was fun to see you guys, really. Do you have any more plans with the Electric Band right now? As a matter of fact, right before I came on this tour, we played at the Blue Note with the original Electric Band. You know, Chick turned 70 this year. And so the entire month of November, he played in New York at the Blue Note, and he had 10 different bands, and we were the last group. And it was the original Electric Band with John Petitucci and Dave Weckl and Frank Gambale and I. And it was the first time we played together since, I think, 2004 when we did our live video. And I would have loved to be there. Yeah, thank you, Eric, for taking your time for a short interview. We're going to talk about your new CD. Can you tell us about something about the new project that you just released? Definitely, yeah. Well, the record is called It's Love on Peak Records, E1 Entertainment. And I'm very, very excited about it. Chuck Loeb was the producer of the record, and he played, as did Jeff Lorber. He and I wrote some music, and Jimmy Haslip and Gary Novak, and Till Brunner is on the record as well. And it was really fun. It was a record that I've wanted to make for a long time because it is primarily ballads and more heartfelt music. I think these days in music, we're not limited or thinking so much about, you know, the kind of record you have to make because of, you know, commercial reasons or radio. So I think right now in the music world, it's you're more free. So this is really the record that I've wanted to make for a long time, and I'm very, very excited about it. Ja, Eric Marienthal im Interview, also ein selten entspannter Musiker von Top-Qualität, also überhaupt keine Starlyon. Ne? Der immer Eric Marienthal, wenn wir ihn irgendwo sehen, er kennt uns auch wieder. Wir haben ihn jetzt ja schon ein paar Mal gesprochen. So, ich erinnere mich, als wir ins Fantos mal reinkamen, ne? Ja. Da waren sie irgendwie gerade am, und dann kommen wieder rein und hey, hier, Ralf Georg. Ne? Genau. Ja. Und ja, immer entspannt. Ne? Wir haben ja jetzt schon irgendwie drei, vier Mal getroffen. Genau. Und Eric Marienthal ist immer gut drauf. Ja. Also Sunny Boy. Sunny Boy, genau. Wirklich. Also, Sunny Boy Eric, finde ich cool. Und es ist für mich wirklich für mich ist einer der besten Saxophonisten, die wir derzeit haben. Ja. Also ich wüsste nicht, wer im Jazz-Rock-Fusion-Bereich
Eric Marienthal noch toppen kann, auch wenn er mit seiner eigenen Platte wieder ein bisschen so den Smooth Jazz ja. eingeschlagen hat. Aber wenn er live auf der Bühne steht und rockt da ab, das ist. Ich glaube, das haben wir auch, glaube ich, in der Folge gut. über Jeff Lauber Fusion gesagt, dass die Platten sind immer so ein bisschen, habt ihr aber wahrscheinlich schon gehört von uns, ne, die sind immer so ein bisschen. Ja. Ein bisschen seicht, und ich glaube auch, dass in Staaten das gut ankommt, dass man da mehr Geld wahrscheinlich mit verdient, wenn man das so in diesen Smooth-Jazz-Fahrwasser unterbringt. Ja, die Plattenfirmen wollen das wahrscheinlich auch so. Aber wir haben jetzt auch auf die letzte Folge, einige von euch haben uns ja ganz nett geschrieben dazu, und ihr habt genau das Gleiche gesagt, was sie auch sagen, live. Wenn man die mal gesehen hat, das ist eine andere. Die sind einfach grandios. Ja, das ich ist meine, eine andere Geschichte. Wer auch, ne? ihn nicht smooth hören will, sondern wirklich gut, der muss sich eben Chicoria Electric Band anhören. Eric Marienthal ist Gründungsmitglied aus den 80er Jahren. Und wenn man die Platten hört, dann weiß man, was der Mann kann. Ja. Und das ist der Hammer. Ne? Und er spielt das auch mit einer Leichtigkeit, dass man auch bei den Aufnahmen, die wir inzwischen da gemacht haben, wir haben ja sie schon bei einigen Konzerten jetzt begleitet. Ne? Also er spielt das da unter mit einer Leichtigkeit, wo man sich denkt, irgendwie das gibt es auch gar nicht. Ja. Ne? Andere stehen da angestrengt auf der Bühne und er steht da und spielt ein Zeug. Genau, total souverän am Saxophon und sieht aus wie ein Hugo Boss. Dressman. Ja. Aber wir könnten ja jetzt mal einfach mal auch mal in seine neue CD reinhören. Ja, genau. Um mal zu checken, wie das klingt. Das ist jetzt eine, die heißt ja It's Love, hat er erzählt, und eine Ballett-CD, aber durchaus interessant gemacht. Also sie ist nicht ganz so Fahrstuhlmusikmäßig. Es ist schon wie man es jetzt vielleicht erwarten würde. Smooth Jazz, aber ich also ich finde es gut. Ja, kann man wirklich gut. Also spiel doch mal den Song mit dem geilen Rhodes-Intro. Hast du schon am Start? Wie heißt der? Café Royal. Café Royal. Also der Mann kann nicht nur Saxophon spielen, von der Technik her, der hat auch das richtige Feeling, oder? Ja, ich finde schon. Also mir gefällt das ungemein. Also auch die alten, auch die anderen Platten kann man wirklich gut hören. Genau. Also, und jetzt können wir nochmal reinhören, was er selbst sagt, so zur Songauswahl auf seinem neuen Album It's Love. Is there a special concept behind it? Is the first songs I listened to, I didn't have a chance to listen to all the songs because we just got them this afternoon. They were cover songs. Are there originals and cover songs mixed? There are mixed? 11 songs on the record, and there are 3 covers, and the rest are original compositions of mine and some that I've collaborated with. But the concept is love. It's the record is called It's Love, and it is mostly ballads and heartfelt music, and we just tried to go with that concept, and it was we did a lot of it very live, and it was just incredibly fun. I think it's my favorite record of mine that I've done so far. Great. And can you tell us about the cover songs? Which cover songs did you pick? The first single actually is Get Here, the great Brenda Russell tune that Alita Adams made famous. That was one actually, we were looking for one more tune, and my wife came into my studio at home, and Chuck Loeb and I were trying to figure out, what we need one more song, and it was her idea. And it turned out great, and again, it's going to be the first single in the U.S. And then we did the Beatles tune, Can't Buy Me Love. And that was a cool arrangement that Chuck did. And also we did the Duke Ellington ballad In a Sentimental Mood. So, 3 tunes that I've loved for a long time, and a little unusual, the first two, especially for cover tunes. And
you know, it's all working really well. Yeah. Can't Buy Me Love is not a ballad, though, in my ears. Did you change the arrangement? Of course. It's very, I mean, you know, same melody and everything. But it's kind of, we kind of treated it more Latin-ish, you know, with acoustic guitar, you know, hand percussion. And so... Yeah, hopefully you'll like it. It really sounds good. I just had a listen. And can you tell us about the lineup from the musicians? Mm-hmm. What guys were playing on your new record? Well, like I say, Chuck Loeb produced it and playing guitar on a ton of it. And we did the tracks mostly live at Jeff Lorber's studio in Los Angeles. In fact, we did 10 tracks in 2 days. And the first day was Jimmy Haslip on bass, and Gary Novak played both days. Russell Ferrante played piano and keyboards, as did Jeff. Again, Till Brunner is featuring on a couple of tunes, and Tim LaFave played some bass as well. And so, you know, again, kind of a mixture, but it's primarily that band. It's the core group. And you guys probably record live on tape, or do you do track by track? What is your method? No, it's quite live, this record. You know, when you have musicians like that, you really want to do it live, because the music can come together. What one person plays will affect what somebody else plays. And if you try to do it like only, you know, drums first and then bass next and then the guitar next, then it'll sound good, but it's a different production idea, different concept. But the great thing about playing together is that you have that communication and cohesiveness that is really apparent when you listen to the music. Yeah, Can't Buy Me Love von den Beatles, ja? Als Smooth Jazz Ballad Version. Ja, wie die ganze Platte ist das alles natürlich so ein bisschen balladenlastiger. Und wenn du magst, hören wir mal rein, gucken, was er da gemeint hat, oder? Natürlich. Ja, pass mal auf. Das wollen wir doch jetzt hören. Kann man gut im Kaufhaus sich Unterwäsche kaufen und so. Also bei aller Liebe zu Eric Marienthal, das ist mir eine Nummer zu süß. Ja, also das ist. Aber das tut der ganzen Platte keinen Abbruch. Also aber du hast erzählt, jetzt Highway Number One, Sonnenuntergang und du fährst mit einem geilen Auto da lang und dann kommt da. Dann macht er schon. Warum kann man das nicht? Anderes Feeling, klar. Vielleicht muss man in L.A. wohnen, um. Das nachzuvollziehen, ja. Ja, fahren wir hin, gucken wir nach, ob es funktioniert. Genau, oder? Pacific Coast Highway. Machen wir halt 2 Wochen. Nächste Folge, Reifahrt von L.A. nach San Francisco. Holen wir uns alle Chuck Loeb-CDs. Nur mit Chuck Loeb-CDs. Dann kommen wir zurück, total paralysiert. Hier, Zwangsjacke. Ja, sind wir total laid back. Wieder Chuck, oder? Ich glaube, ja. Ja. Jörg sagte nur, der ist so laid back, der ist schon ist zu echt spät. Zu spät. Ist zu spät, der ist vorbei. Zug abgefahren. Aber wahrscheinlich mag es jetzt Leute geben, die das anders sehen. Aber es sehen. Gibt einen, der überhaupt nicht laid back ist. Und der hat mit Eric Marienthal und Jeff Lorber im Domizil gespielt. Und das ist Sonny Emeroy. Ja. Oder Emery. Emery. Wir wechseln immer dieses O mit dem E und so. Ja. Aber Sonny Emery, Earth and Fire Schlagzeuger. Ja, lange mit Earth and Fire gespielt, ja. Also muss man sagen. Und der war mit dabei mit Jeff Lorber und seinen Jungs
Ja, mit Eric Morita und Victor Bailey. Victor Bailey und Jeff Lauber, jeder, der ihn gesehen hat hier in Europa, hat gesehen, der kommt immer mit einem anderen Drummer. Bassist, gut, wenn ja, er gerade Jimmy Heslip irgendwie nicht am Start ist, dann kommt auch mal ein anderer. Eric Marienthal ist immer dabei, haben wir ja schon gesagt, das ist so eine Art Familie. Ja. Und so kam diese Besetzung zustande, die wirklich klasse war, muss man sagen. Ne? Also Victor Tony Emery hat da so ein bisschen Drive reingebracht. Ein bisschen ne? angeschlagen, ja. Victor Bailey. Krank, kommt mit Stock auf die Bühne und so. Also der hat echte Gehschwierigkeiten, aber das merkt man bei seinem Bassspiel überhaupt nicht. Nein. Und Tony Emery ist fit wie ein Turnschuh, oder? Fit wie ein Turnschuh. Und ich würde vorschlagen, damit ihr mal ein bisschen was seht, wir haben einen kleinen Schnipsel von Sonny Emery mit einem Jeff Lauber Fusion typischen Solo. Und danach natürlich nochmal Eric Marienthal, ne, mit einem klasse Saxophon-Solo. Und das wollen wir euch nicht vorenthalten. Und da würde ich mal sagen, jetzt viel Spaß damit. Mats ab. Also, das war Eric Marienthal und Sonny Emery zusammen mit Jeff Lauber Fusion im Domizil. Mhm. In Dortmund, ne? In Dortmund. Ja. Da war hat der WDR. Der WDR hat auch aufgezeichnet, genau. Wenn ihr, vielleicht findet ihr es beim WDR auf der Homepage, WDR Radio. 1, 2 oder 3, wie auch immer. Ja, genau. Vielleicht gibt es da noch einen Audiomitschnitt. Das war auch sehr lustig, ne? Die kamen da mit einem riesen Ü-Wagen an. Ja, wir haben zwei Mikros auf. Besetzung. Haben zwei Mikros im Raum aufgehängt und haben dann sich da wieder zurückgezogen. Ne? Wie der Ton war, wissen wir nicht, ne? Nee, müssen haben wir mal nie, gucken, nie bei WDR, WDR 3 oder so. Wäre gut gewesen, den zu haben. Ja. Aber, wie gesagt, das ist eine der vielen Sachen, die wir noch so in unserem Archiv haben, wo es immer weiter anwächst. Und wir zeigen euch ja immer nur einen Bruchteil hier. Ne? Also, wir haben noch ganz viel Zeug. Keep it manchmal, short, keep it simple, aber wir könnten ja auch längere Strecken. Wir könnten ja nochmal, wenn euch das interessiert, den einen oder anderen Titel aus so einer alten Geschichte nochmal zusammenschneiden und vielleicht nochmal bringen. Müssen wir mal gucken, ja. Oder? Also, da gibt's also wir haben von allen Folgen, die wir bis jetzt ausgestrahlt haben, also das ist die 51., also 50 Folgen,
haben wir von den ganzen Konzerten mehr, als wir euch gezeigt haben. Das müssen wir euch eingestehen. Und wir könnten gerne längere Passagen zeigen, wenn wir so ein bisschen einen Hinweis von euch bekommen, was euch denn so reizen würde. Genau. Ja? Schickt uns doch einfach mal eine Info, wenn ihr meint, hier, da wäre es schön, noch mal ein bisschen mehr zu sehen. Richtig. Und dann setzen wir uns durchaus noch mal hin, schneiden das ein bisschen zusammen, dass man dann irgendwie ein, zwei Titel noch mal da sehen kann. Ne? Ja. Wir kommen ja auch immer wieder Anfragen, ob man nicht irgendwie da auch mal Zeug rausgeben kann, dass man hier und da irgendwie was bereitstellt. Ja, ja. Aber da müsst ihr natürlich Verständnis haben, das können wir nicht machen. Aber wir können natürlich gerne für euch hier auf unserem Kanal ein bisschen was zur Verfügung stellen. Schreibt uns einfach. Ja. Ne? Ja. Wir versprechen den Künstlern immer, wenn wir sagen, dürfen wir euch filmen, das ganze Konzert und so, dann sagen die, ja okay, aber nur für Jazz Rock TV. Also können wir niemand anders jetzt irgendwie dieses Rohmaterial zur Verfügung stellen, aber wir können euch natürlich das präsentieren, was wir haben. Also sagt Bescheid, was ihr sehen wollt, und es gibt von jedem Künstler, den wir bis jetzt on air hatten, mehr, als wir euch gezeigt haben. Also, das zu unserem Archiv. Genau, und dann haben wir noch Folgendes gefunden, was wir bisher noch nicht berücksichtigt hatten, und das war Jeff Law bei Fusion in einer ganz anderen Besetzung. Das haben wir noch gar nicht gehabt. Ne? Ja. Da haben wir kurz einen Schnipsel mal gezeigt, aber das wäre was, wo wir immer gesagt haben, da müssten wir eigentlich noch mal ein bisschen mehr machen. Mhm. Dadurch, dass es hier immer so Schlag auf Schlag geht mit den neuen Folgen, ne? Ja. Kommen wir ja gar nicht dazu. Und das war nämlich Jeff Lauber im Live-Proberaum. Mhm. Hier direkt um die Ecke in Zülpich. Klasse Location. Mit unserem Freund Rüdiger Baldauf. Ja. Und ansonsten von der Besetzung her, ich glaube, Pudgy Bell war dabei. Pudgy Bell, Jimmy Heslip. Jimmy Heslip und Bob Franceschini. Bob Franceschini, ja. Und ich fand, das war eigentlich eine super, ich glaube, das haben wir schon mal gesagt, eine super Geschichte mit zwei Bläsern. Das gab dem ganzen Jeff Lauber Fusion-Kram nochmal so ein bisschen mehr Power. Genau. Was mir ganz gut gefallen hat. Und ich glaube, da könnten wir nochmal was zusammenschneiden und vielleicht... gleich mal was, aber das Witzige war... So, unser Freund Rüdiger Baldauf wurde quasi in dieses Konzert reingeschubst, ja, kurzfristig gebucht. Und dann der Soundcheck, das war schon irgendwie witzig zu beobachten, wie Jeff Lorber da saß, ohne groß mit Rüdiger zu sprechen, einfach nur Titel anspielte, ohne vorher zu sagen, welchen er anspielt, um zu gucken, ob der Rüdiger jetzt seine Trompetenlinie da drauf hat oder nicht. Das hat er so mit 6, 7 Songs gemacht. Und dann hat er gesagt, ja... I think you learned your aber stuff. Aber ich finde, er war schnell fertig. Ne? So Rüdiger hat sich, glaube ich, gewundert. So nachdem, machen wir einen Soundcheck, aber ich glaube, nachdem... Nee, es war so eine kurze Checkerprobe. Ja. Hat das gelernt, hat das drauf, mit dem spiele ich da. Und das war super. Also, ja. Ne? Davon könnt ihr euch jetzt auch selbst überzeugen. Genau. We'll be right back.
Thank you.
Also Rüdiger Baldauf live im Proberaum in Zülpich. Und wie schon gesagt, klasse Location. Guckt ihr mal bitte auf der Internetseite. Wenn da was los ist, da spielen auch klasse Leute. Ja, geht da hin. So. Es ist eine coole Atmosphäre da. Ne? Gibt eine nette Bar, gibt einen netten Veranstaltungsraum. In der Bar werden Videos gezeigt von den Konzerten, die bisher schon stattgefunden haben. Die Jungs vom Live-Proberaum sind hautnah bei euch. Ihr könnt denen Fragen stellen. Und so, also echt so Jazz-Rock-Maniacs, ja, coole Jungs. Ja. Genau. Also da Live-Proberaum Zülpich. Ja. Mal reinklicken und hingehen. Und Rüdiger Baldauf habt ihr ja hoffentlich alle DVD gekauft. Ja. Ne? Wie gehabt. Und so, bei uns war natürlich wieder die Post da. Und zwei Briefe hat sie gebracht. Hat was gebracht. Und das wollten wir euch nicht vorenthalten, das kurz hier auszupacken. Mhm. Aber wir wissen nicht genau, was drin ist. Du hast irgendwas bestellt. Ah doch, ich habe so viel Zeug bestellt. Ich habe so ein bisschen Vermutung. Ja. Damit ich nicht ganz so debil hier rüberkomme, was ich nicht immer sage, ich weiß nicht, was ich bestellt habe, dann nachher komme ich hier rüber wie der Hohlkopf irgendwie. Aber für dich ist es vielleicht eine Überraschung. Mhm. Also ich glaube, also das hier, pass mal auf. Gut verpackt. Gut verpackt. Luftpolsterumschlag. Lässt sich leicht öffnen. Ja. Ne? Und das ist hier die Rechnung. Die Rechnung und Gutschein, was? Simple Shopping. Ja, auch nicht. Kein Mensch, ne? Rechnung. Und dann haben wir da eine CD drin von Planet X Quantum. Schon mal gehört? Nee. Ah, hier, pass auf. Alien das ist aber jetzt. Ja, das ist aber jetzt was hier. Soll ich mein Taschenmesser holen? Da kommst du klar. Nee, pass mal auf. Das hier mit meinen. Das gefällt dir bestimmt. Und zwar ist das natürlich hier. Derek Sherinian. Derek Sherinian. Virgil Donati. Virgil Donati. Und Jimmy Johnson. Sagt ihr das was? Ja. Bassist. Ja. Habe ich schon gesehen. Live mit Michael Landau. Ah, Hammer. Cool. Und Rufus Philpott. Kenn ich nicht. Hör mal, den haben wir gesehen zusammen mit. Mit wem? Mit hier, mit Brian News. Brian News, okay. Und Alan Holdsworth. Ich sag dir, fette Fusion Band. Hm? Ja, hau doch mal rein, das Ding. Also das ist hier Planet X. Planet Pass mal auf. Gucken wir jetzt mal rein hier. Und dann hörst du mal, Rufus was da los ist. Bass. Alan Holdsworth on Guitar. Das finde ich gut. Ja. Jimmy Johnson on Bass. Also das ist Brad Garnett Gitarre, also sehr gitarrenlastiges Zeug. Weil ja, Derek Sherinian was hast du ja anderes erwartet? Gitarrist. Was? Derek Sherinian spielt ja auch mal wie ein Gitarrist. Ja, ich glaube, er war als Gitarrist Keyboards. Geboren und dann hat sein Vater hat gesagt, nein, keine Gitarre und dann muss der Keyboard lernen. Aber Alan Holdsworth fand ich immer schon hervorragend. So, erste Titel, ich habe es noch nicht gehört. Klingt schon gut, Alien Hip Hop. Ja. Ja, ja, jeder, der Jazzrock TV schon ein, zwei Folgen gesehen hat, wird verstehen, dass ich das mag. Mhm. Das ist genau mein Ding. Planet X, das war. Ja, cool. So. Stellen wir mal hier vorne. Upa. So. Und jetzt, glaube ich,
Schauen wir mal, was hier drin ist. Ach, guck mal hier. Nee, jetzt bin ich überrascht. Ich hatte was, ich hatte was anderes erwartet. Ja. Das habe ich scheinbar auch gekauft. Ja, Jordan Rudess haben wir auch mal drüber gesprochen. Wir haben drüber gesprochen. Du hast gesagt, irgendwie, der müsste was Eigenes machen. Ja. Und der hat echt eigene Sachen gemacht. Ja. Es gibt drei oder vier Platten. Und? Aber. Klingt wie Dream Theater. Nee. Oh, guck mal, hier ist schon kaputt. Ja, ach du Jemine. Da kommt hier die ganzen, also, kommt die ganze, ganze die Käse hier schon raus. Ja. Ey. Na gut. So. Das ist leider oft so. Ja, aber das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung dessen, was wir gerade gehört haben. Mhm. Und schmeiß rein das Zeug. Ich wusste gar nicht, dass ich es gekauft habe. Ich hätte jetzt was anderes. Siehst du mal, ne? Das ist das Problem. Man sollte nach Mitternacht nichts mehr bei Amazon bestellen. Ich glaube auch, ich müsste mir so eine Deadline setzen, ne? Wie 24 Uhr nichts mehr bestellen. Okay, wen haben wir denn hier? Ich tue das mal rein hier, wo ist denn die... Ist ja ganz alleine am Start. Aber guck mal, da hat er noch lange Haare gehabt. Ja, guck mal, von wann ist denn das? Das sieht uralt aus. Guck mal, wenn ich das Cover sehen würde, würde ich sagen, nicht kaufen. Ne? Wann ist denn das? Das sieht also so 90er Jahre mäßig aus. 2001, wenn ich das richtig sehe. Da du heute deine Lesebrille nicht dabei hast, kann ich das nicht genauer... Vielleicht kann ich es trotzdem erkennen. So, pass mal auf. Ja, lass mal an irgendwas reinhören, oder? Hier. Ja, 2001. Klingt ja, super. Gut. Also das weiß ich schon. Über 10 Jahre alte Platte und ja, letztes Mal habe ich mich da etwas leichtfertig geäußert. Ne? Und ja, da gibt es mehr. Ich habe jetzt erstmal nur so eine scheinbar bestellt. Man sollte erstmal nachgucken reden. Ich glaube, Jordan Rudess, ja. Vielen Dank für diese Scheibe von 2001. Warum nicht? Ich mag das ja. Also es kommt ja auch sehr so, geht ja in die Richtung Chicoria Electric Band und so, das finde ich schon cool. Also, das war wieder eine ganze Menge Zeug für heute. Ja. Yep. Ne? Erik Marienthal, Deathlower Fusion, Live-Zeug, irgendwelche CDs von uns. Bob Franceschini. Oder sagenhaft. Ja. Also, es geht weiter und wir haben noch einiges für euch hier in petto, was jetzt noch kommt. Mhm. Fujibell, Fischbacher und so weiter weiter. Also, guckt ihr immer schön bei in unserem Newsletter, Facebook oder sonst wo, Twitter, dass ihr immer up to date seid, wenn die neuen Folgen kommen und würde ich sagen, verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, uns eure Local Heroes auch mal vorbeizuschicken. Wir kriegen immer mal wieder Post. Vor zwei oder drei Folgen haben wir mal was über Fabian Kuckel gemacht. Hat uns sehr gut gefallen und das war auch aus eigener Initiative heraus an uns herangetragen worden. Das finden wir gut. Also, wir sind für jeden Tipp dankbar und korrigiert unsere Fehler und schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Jazz Rock TV. Ja.